Hallo, ja, und ich begrüße euch zu dem Video, warum soll ich eigentlich in eine politische Partei eintreten? Dafür gibt es drei ganz einfache Gründe. Du kannst viele Leute kennenlernen, du kannst unglaublich viel Spaß haben und du kannst wahnsinnig viel bewegen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wie soll das gehen, dass ich viel bewegen kann? Da sind doch so viele Mitglieder und da muss ich mich ja erst nach oben arbeiten. Aber da kann ich dich beruhigen. 80% der Mitglieder einer Partei sind passiv. Das heißt, die kommen zwar zu Veranstaltungen, wählen Delegierte, diskutieren hin und wieder ein Thema, aber sie besetzen keine Ämter und sie entscheiden nichts. Und die Leute, die du an einem Wahlkampfstand siehst, das sind tatsächlich die wenigen, die aktiv sind und ihre Partei voranbringen können und wollen. Und sobald du das machen willst, kommst du auch in der Parteihierarchie relativ schnell nach oben. Das sind natürlich die Gründe. Es soll Spaß machen, etwas zu tun. Es soll Spaß machen, in einer Partei zu sein. Was sind politische Gründe? Schauen wir uns doch mal Fridays for Future an. Vielleicht findest du so wie ich, dass das Thema Klimawandel ein ganz wichtiges Thema ist. Ich bin aber der Meinung, dass außer dass ich selber in meinem Leben schauen kann, was kann ich tun, um das voranzubringen, dass ich mich auch politisch engagieren muss. Das heißt, nicht nur meckern, sondern tun. Luisa Neubauer macht sich's da einfach. Die sagt, ich will, Ziel ist Paris und das muss jetzt kommen. Aber selber was tun im Sinne von in eine Partei gehen, Vorschläge machen, Konzepte erarbeiten, da hat sie keine Lust zu. Verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass Lisa Neubauer beim Klima nichts tut. Ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass sie das Thema anspricht. Aber ich bin der Meinung, in einer Partei ist es besser, aktiv zu sein und die Themen voranzubringen. So, in welche Partei soll man denn jetzt gehen? Ihr wisst, es gibt sehr viele. Es gibt große, mittlere, kleine. Wovor ich warnen würde, wäre, wegen eines bestimmten Themas in eine Partei zu gehen. Wenn du ein ganz bestimmtes Thema voranbringen willst und sagst, und deswegen suche ich mir die Partei aus, die das tut, und die das vertritt und da trete ich jetzt ein, dann wirst du womöglich irgendwann enttäuscht werden. Warum? Weil die Partei ihre Meinung ändern könnte. Und dann wird dein Thema nicht mehr so vertreten. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass auch in einer Partei der Kompromiss immer die politische Arbeit begleitet. So, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich in eine Partei eintreten will? Ich kann doch nicht eintreten und dann gucken, was passiert. Keine Angst. Schau dir an, wo dein Kreisverband ist in deiner Stadt und sprech die Leute an und geh zu deren Sitzungen. Das wird dir nicht verwehrt werden. Sie werden immer sagen, komm vorbei, guck dir an, wie wir arbeiten. Und dann schnupper rein. Sprich mit den Leuten, guck, ob es dir gefällt. Schau, geht das in meine Richtung? Komme ich mit den Leuten zurecht? Und dann erst entscheidest du dich für eine Partei. Wie gesagt, es gibt da viele Möglichkeiten. Kleiner Tipp noch von mir, wenn du natürlich möglichst schnell etwas bewegen willst, dann ist es schon besser, in einer kleineren Partei zu sein. Ja, wenn du in der CDU bist, in der SPD bist, mit Millionen von Mitgliedern, ist es natürlich ungleich schwerer. Aber vergiss nie, 80% der Mitglieder in einer Partei sind passiv. Und je aktiver du selber bist und je mehr du selber die Partei voranbringen willst, umso besser ist es. Ich will dir noch einen weiteren Tipp geben, warum es klasse ist, in eine Partei zu gehen. Jede Partei hat Stiftungen. Diese Stiftungen bieten Schulungen an. Ganz tolle Geschichte. Du wirst eingeladen. Gerade jetzt durch Corona habe ich das erlebt, dass sehr viele Dinge online gemacht werden. Ich muss dann nicht nach Hamburg fahren, nach München fahren, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, sondern es passiert dann einfach online. Ja, und je mehr du in der Partei tust, je mehr du dich einbringst, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du als Delegierte gewählt wirst für einen Landeskongress, für einen Bundeskongress, also einen Parteitag, dorthin gehst und dann kannst du eine Rede halten. Ganz wie du musst es nicht tun. Du machst nur so viel, wie du willst. Also, ich empfehle, um Dinge voranzubringen und ein tolles Hobby zu haben und womöglich später daraus mal den Beruf zu machen, geh in eine Partei.
Such dir eine gute aus, tritt bei und schau, was passiert. So, auf meinem Kanal werde ich jetzt zukünftig mich konkret mit meiner Partei, der FDP, auseinandersetzen, werde dort aktuelle Themen ansprechen und weil ich Landtagskandidat bin für die Wahl in Baden-Württemberg, könnt ihr mich auch bei meinem Wahlkampf verfolgen, soweit das in Corona möglich ist. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare. Abonniert meinen Kanal, liked ihn, kommentiert, wie gesagt, ich antworte euch gerne und ich freue mich drauf, dass wir eine tolle Zeit miteinander verbringen können.